Fröhliche Weihnachten, hallo. Mein Name ist Dr. Jan Böhmermann, Dr. Jan Böhmermann, Weihnachtsdoktor. Und ich begrüße Sie recht herzlich hier im Internet zum Making-of von Böhmermanns perfekte Weihnachten. Ich habe mich als Kind immer gefragt, wir haben im Mehrfamilienhaus gewohnt, wie so viele Menschen in Deutschland. Was passiert eigentlich an Heiligabend, während wir uns hier mit unserer Bescherung abmühen, in den anderen Wohnungen im Mehrfamilienhaus? Alle Jahre wieder. Besinnlichkeit, Ruhe und Frieden kehren ein ins christliche Abendland. Es ist der letzte Werktag vor dem Weihnachtsfest. Es ist Heiligabend. Allüberall freut man sich auf die festliche Bescherung und sehnt seine Ankunft herbei. Das Christkind, Knecht Ruprecht, der Weihnachtsmann kommt. Die Menschen sind so voller Liebe. Ja, genau, so voller Liebe. Einmal im Jahr ist es soweit. Ich spiele in Perfekte Weihnachten drei Figuren. Also erstmal den Sprecher. Und dann Kai Renke, der Unternehmer mit Nehmerqualitäten. Er ist oft gescheitert, aber wenn man scheitert, dann ist vor allem die Challenge, wieder aufzustehen und sich zu sagen, ja, Probleme sind dornige Chancen und selbst wenn das mit der Privatinsolvenz kurz vor der Tür steht, ich ziehe das trotzdem durch, auch weil er weiß, dass seine Frau ihm wirklich Kraft gibt und hinter ihm steht, also mit dem Messer. Du musst dich manchmal wirklich ein bisschen zusammenreißen und diese passive Aggressivität einfach ein bisschen runterfahren, hm? Unterm Dach Jens Gunesch, meine Lieblingsfigur, der Weihnachten sich wirklich schön machen möchte. Er war vor 10 Jahren, war wirklich ein heißer Schuss und hat den Black Music Dance Floor der örtlichen Diskothek komplett durchgevögelt. Inzwischen ist er bei Tinder eher so B-Ware und kann froh sein, dass sie da Sonja dazu bereit erklärt hat, in diese verrauchte Männerbude einzuziehen, nachdem seine vorherige Freundin durchgebrannt ist mit dem Physiotherapeuten. Und ja, Jens und Sonja suchen das Glück. Ich spiele die Sonja, werde aber auch öfters Sonne genannt von meinem Mann Jens. Und ihr Charakter ist so ein bisschen wie sie aussieht, also so wie jetzt. Ich finde, diese Fingernägel sagen am meisten irgendwie über diese Figur aus. Das sind so Plastik. So, jetzt Achtung und jetzt! Connect the system, Christel! Keine Verbindung. Mann! Ich muss noch was mit dir bereden. Nee, jetzt nicht. Ich racker mich hier seit Stunden ab, damit wir beide schön haben an Weihnachten. Und das Einzige, was von dir kommt, ist, ich will's knuddelig, ich will mit dir reden. Nee, Sonne, ehrlich. Das Einzige, was die ganze Zeit nur von dir kommt, ist Connect the System, Christel, ja? Also mal herzlich. Ich bin Julia und ich spiele Yvonne. Und die Yvonne ist eine sehr junge, adrette, schöne, gepflegte Frau mit einem tiefen Ausschnitt, die eine sehr genaue Vorstellung davon hat, wie Weihnachten im Idealfall auszusehen hat. Ein bisschen klassisch, amerikanisch, Familie, alles ist super, schöne Musik, es riecht gut, man hat Weihnachtsklamotten an, man sieht schön aus, alles ist sehr bedächtig. Deo und YouTube-Video, also Homespray. Ja, ich bin Steffen. Ich spiele den Marcel. Marcel ist jemand, der sehr viel Zeit im Internet verbringt, der eine sehr starke Meinung hat und die auch gerne vertritt, aber auch diesen Raum des Internets nutzt, um eben nicht als Marcel auftreten zu müssen, sondern eben als Ladon. Also jemand, der sich in seiner Wohnung sehr wohl fühlt und im Internet sehr wohl fühlt und draußen, ja, da fühlt er sich vielleicht nicht ganz so sicher. Und Ruhe bitte! Du kommst rein mit, ne? Was ist hier los? Was wird hier so ein Stress gemacht? Okay, und go! Ah, frohe Weihnachten! Ist alles in Ordnung? Ja, alles okay. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten!
Hallo, ich bin Valerie und ich spiele Bettina. Okay. Das ist eine Frau, die alles richtig macht, die einen totalen Plan hat, die ihre Zeit nicht verschwendet, die ihr Wochenende geplant hat, die ihre Woche, die effizient ist. Die ist effizient, aber es ist halt auch ein bisschen kalt. Hallo, ich bin Daniel und spiele Stefan. Und Stefan ist ein sehr emotionaler Typ, der eigentlich glaubt, dass er sich, glaube ich, im Griff hat und dann aber an Heiligabend merkt, man kann, also er kann dann auch nicht gegen seine Emotionen ankämpfen. Tag, ich bin Sophie und ich spiele Sarah. Sarah ist unsicher, aber ist sogar schon so dumm, dass sie diese Unsicherheit selbst gar nicht merkt und eine von diesen Frauen die peinliche Stille gerne mit einem Huh! durchbricht. Ich bin Ralf Kawegger und ich spiele den Sven, einen jung gebliebenen, scharfen Typen, geil gekleidet, der Sex ausstrahlt und sich selbst als Polyamor bezeichnen würde. Die Geschichte mit den vier Singles ist natürlich absolut beklemmend. Also vier Leute, die von sich denken, dass sie total von der Familie losgelöst als Singles befreit Weihnachten feiern können. Die von sich behaupten, nicht spießig zu sein und total unkonventionell Weihnachten feiern wollen, sind natürlich in Wirklichkeit gefangen in ihren Neurosen. Und das Ganze wird eine beklemmende Angelegenheit und es ist einfach nur durch und durch awkward. Also gleicher Moment nochmal, Ralf nimmt auf und bitte. Ich glaube, der Schwarze muss es sein. Ja, das war das Making-of von Böhmermanns Perfekte Weihnachten. Könnt ihr euch nochmal angucken in der ZDF-Mediathek und empfehle ich auch, es nochmal anzugucken. Es ist eine, die Geschichte ist, hat mehr Layer als so ein Familienblog Vianetta. Das ist zum mehrfach angucken gedacht. Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und wenn wir uns vorher nicht mehr sehen, dann sehen wir uns Mitte Februar, wenn das Neo Magazin Royal 2019. Oh Gott, 2019 ist schon. Mitte Februar 2019 sind wir wieder da mit dem Neo Magazin Royal. Bis dann. Frohes Fest.